du damit? Darfst du aussuchen? Ja, der was? Elefant oder wir gehen da weiter runter und schauen mal, ob dort der Eingang ist. Lass den Elefanten probieren. Ich hab ja schon wieder dieses Monster gehört. Ja. Yeah. Aber ja, der kommt wahrscheinlich von der Höhle. Naja. Ja, ja, klar. Deswegen glaube ich, dass da unten der Eingang sein wird. Also wenn wir da weiter runter gehen dann. Da wo du mir gesagt hast, da ist nichts. Aber schaut, da geht's nur wieder rauf. Und von oben kommen wir. Ein Kroko. Und der Kroko-Dog. Und der Kroko-Dog. Na, da, ich glaube nicht, dass da was Interessantes ist, Tommy. Aber was machen wir jetzt? Na, lass einen Elefanten zerlegen. Okay. Du sagst es so einfach. Machen wir einfach mal. Den Elefanten. Dabei habe ich heute noch im Fernsehen gehört, alle 15 Minuten stirbt ein Elefant. Haben die uns damit gemeint? Okay, aufladen. Warte. Wie wir uns hier so im Gebüsch schon bereitstehen. Ich bin hier am Pullern, was ist los? Am Pullern. Warte, ich brauch kurz Äste, ich mache mal einen Pfeil. Tommy und ich können ja schon mal vorbereiten mit Pfeil und Bogen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich gleich um die Ecke. Ah, hier hinten. Geht's los? Warte, noch nicht. Pfeil also los. Okay, los. Ich bin ein Schild. Let's go, oder? Okay. Den interessiert das nicht. Oh ja, dreh dich um. Du steppert. Oh. Boah, wie groß ist der? Exotisches Zerlegt. Easy. Alter, ich schwör's dir, wir gehen immer von der Schlimmste aus und dann ist ja auch irgendwie. Das ist ja ureasy eigentlich. Aber das ist schon ein geiles Feeling, so ein riesen Elefant vor dir. Ja. Oh, okay. Ein Krokodil. Weiter geht's. Ein Krokodil hat uns zugesehen und hat gesagt, aber ich schaff euch. Oder auch nicht. Oh fuck. Ich glaube, ich schau mir das an mit den Mods. Das klingt auf jeden Fall interessant, das mit den 1000 Stapeln und so. Also auf 1000. Hä? Was wollten wir nicht den Eingang suchen? Ja, eigentlich schon, aber. Ja, aber ich glaube nicht, dass der weiter oben sein wird, Tommy. Ja, klar wird er da oben sein. Hier, schau, wir haben Herrn Dorf gefunden. Ich seh's. Grüß Gott. Grüß Gott. Da ist niemand. So, also wir müssen. Ja, aber wo? Wie? Ja, wir waren da unten nicht, Tommy. Wo da unten nicht? Ja, dort, wo du runtergegangen bist und gesagt, da ist nur ein Weg weiter. Da geht's in den Osten. Ach so. Ja, aber vielleicht ist die Höhle so groß. Nein. Da geht's einfach zu. In den Osten weiter. Weil das ist einfach nur ein Durchgang. Das ist keine Höhle, das ist einfach nur ein Durchgang. Okay. Ja, aber irgendwo muss der sein. Vielleicht bei diesem großen. Ja, aber da gibt's Verderbnis. Wollt ihr da rein? Jo, kann man mal testen. Ach du Scheiße. Oder? Wo ist Verderbnis? Mir fehlt Tierhaut. Jo, meine Klamotten gehen auch jetzt langsam kaputt. Ja, ich brauch Tierhaut. Lass ein paar Krokos killen oder so. Jo. Wobei, warte mal, ich hab. Ich hab das gehabt. Ist Untergang, ja. Alter, das ist nur dicke Haut. Ja, kann man aber weiter verarbeiten. Ja, stimmt. So, die Antilope gleich. Ah, gut danach. Aber wegen dem Eisen mache ich mir ein bisschen Sorgen gerade. Das stimmt.
Ich glaube, wir am besten ist es, dass wir dann wieder ein bisschen farmen und dann nochmal groß erkunden. Ich will nicht mit nichts nach Hause gehen. Wobei, wir haben 28 Wundsekreten und Spinnfäden. Lass mal durch die Wüste und dann... Ja, lass einfach mal so durchrennen. Ja, lass einfach mal so durchrennen. Wo ist der Dommel? Ich bin ja hier. Alter. Er ist hinter uns. Scheiße, ich brauche wieder Leder. Obwohl, nee, ich habe Leder. So. Ein bisschen hier, Repair. Scheiße, mein Schwert. Ich bin ein alter Mann. So, jetzt habe ich kein Eisen mehr. Deswegen, ich glaube, guck mal, wenn wir jetzt in der Höhle gehen, ich glaube, da kriegen wir richtig gut Damage halt. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen, ich glaube, jeder muss von uns Eisenbahn, Leder und so haben. Zum Reparieren. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass hier die Viecher schon gut Damage reißen. Ja. Gut. Und außerdem haben wir einen Elefanten zerlegt. Unglaublich. Oh ja. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir können, nicht sagen, wir können ja unterwegs Eisen noch ein bisschen mitnehmen. Ja, wir können ein bisschen mitnehmen, genau. Ja, ich brauche ja auch ein bisschen. Ich brauche ja sowieso 200. Ja, ein bisschen. Oh, was willst du denn? Ja, was willst du? Herr grüße Gott. Bisschen Cola habe ich doch hier irgendwo gesehen, oder? Ne, doch nicht. Da 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 dieser Cheese macht Ohrwürmer. Das ist auch cool. Hacke, 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 hacke. Was? Gocke, gocke, gocke? Hacke, hacke, hacke. Da runterspringen. Eine Leichtigkeit. Wir sind unsterblich. Wir gehen hier lang. Kaum zu glauben, dass wir uns schon so fortbewegen können. Ja. Wenn ich bedenke, wie das am Anfang war. Naja. Wenn ich bedenke, wo ich mich rumgetrieben habe beim letzten Login. So, Scheiße, Hyänen, schnell weg. Jetzt Hyänen. Und jetzt so, oh, Elefant. Easy peasy. Ja, Nashorn. Jetzt schon. Exotisches Fleisch. Ihr dürft. Oh! Bam! Oh, warum rennt er auf mich? Gib mir dein Fleisch, Nashornschnitzel. Denk mal noch einer. Oh Gott, da ist noch einer. Na, 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 na. Warte mal, was ist das da oben? Was ist das? Ist das ein Elefant oder? Ja, ein Elefant. Ja, ein Elefant. Ketchup. Ketchup, Alter. Sicher, ich habe 3/4 Leben, also ich darf nicht tanken. Moment. Gut, dann bearbeite ich ihn mit dem Bogen. Geht's? Ja. Oh, ich komm nicht mehr weiter. Ich komm auch nicht drauf. Aha. Kannst du nicht einmal bearbeiten. Ich habe keine Munition mehr.
Ich auch nicht. Oha! Jetzt was? Leute, jetzt Leute! Ich komm nicht drauf! Scheiße! Oha! Der macht viel Schaden! Gib mir dein Fleisch! Mir runterrollt, Alter! Egal! Ah, oh, ich muss jetzt erstmal ein bisschen. Alter, mit der Verderbnis wäre das urschlimm, Alter. Hetscher! Attacke! Jetzt jagen wir schon Nashörner hier. Unglaublich. Wir sind tierfreundlich. So Hyänen? Was sind Hyänen? Ja, das nächste Nashorn hier. Und ein Kroko kommt auch. Das ist ja lieb von ihm. Aber der haut trotzdem noch rein. Ja, ja. Den Kroko darf man nicht ganz unterschätzen. Schlückchen Wasser trinken. Was ist das da vorne? Er wird angegriffen. Der lässt sich nicht schauen. Oh. So, gleich mal hier trinken. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Das ist unlucky. Ich habe, glaube ich, nichts Gescheites mehr zum Essen. Geh mal langsam zurück, oder? Was? Auf einem PvP-Server wird das alles nicht gehen. Da darfst keine. Da darfst deine Clan-Member nicht treffen. Oh, gibt's. Kann man dann Teamkiller sein, oder was? Das wäre bitter. Wo seid ihr? Noch bei der. Dort, wo der. Wo das Nashorn war. So, ich glaube, wir kommen langsam. Wir sollten langsam nach unten. Ja. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung und fast halbes Leben noch. Geil. Bisschen mehr. Klingt gut. Deswegen sollte ich und Hälfte an. Das essen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr amüsant. Ja, aber wir wissen auf jeden Fall jetzt viel, viel mehr für unseren nächsten Ausflug, was wir alles ja, mitnehmen stimmt, und so. Ja. Das stimmt. Da bin ich dafür. Hier, Schild an Schild. Komm, jeder. Wenn wir stehen bleiben, Pause machen, müssen wir Rücken an Rücken. Jetzt hat er mich auf der anderen. Jetzt schon weiter. Oh? Dann gehen wir langsam zurück. Da bin ich schon weiter, ja. Ich bin schon weiter gelaufen, ja. Ich säubere alles. Noch einer. Da ist noch einer. Schau, ich darf kein Damage nehmen, Alter. Sonst tötet mich die Lebensmittelvergiftung. So hier hinein? Was sagt ihr? Wo hinein? Ja, da. Okay. Ja. Was für einen Ausflug hier machen? Nicht kann, du bist. Friendly Fire ist nicht ausstellbar. Oh. Hinter mir. Eigentlich. So, mein Schwert hat nur noch 40%. Oh, was haben wir hier Schönes?
Hier gibt's noch ein bisschen Eisen. Jeder hat seinen Stein. Schon wieder das Geräusch. Oh, was sind das für Dinger? Das sind Skelettkrieger oder so. Ja, ja. Komm, geh mal. Dass die höher sind, Alter. Da, 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 da. Das ist so der Ritt. Da, 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 die drei Musketiere. Die sind auch zu zweit. Holy shit. Da, nix mit deinem Schild, Alter. Nix mit deinem Schild. Ich glaube, der hält schon viel aus, Alter. Kann mal abbauen hier. Oh! Was ist? Was ist? Was scheiße? Also, angriffsfrei. Das ist mich voll erschrocken, Mann. Da gibt nix. Da gibt nix, Alter. Wirklich gar nichts. Null. Scheiße. Gib mir was. Gib mir was. Da gibt null. Nichts. Der besteht nur aus Knochen. Wirklich. Boah. Ich denk mir, was ist jetzt? Stirbt der Wutz weg, oder was? Aber jetzt wissen wir, welches Geräusch das ist. Skelett kriege da vorne schon wieder. Oh. Ja, schon, wie viele da vorne sind. Oh. 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 Ein Hitler, ein Hitler. Ich muss zurückziehen. Oh, ein Hit noch. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin ich alleine da, Alter. Aber wir gleichzeitig. Ja, aber wirklich, Alter. Das war das Synchronsterben. Oh, oh, herrlich. Ah, gut. Damit hab ich gerechnet. Ja. Aber Michi, ich musste letztens auch alleine durchkämpfen, hab's nicht geschafft. Tommy, was ist das? Nimm halt Wunzigred und so alles mit. Was du kannst. Ja, ja, ich sterbe jetzt auch. Ja, dann RIP. Vier Leute rennen mir hinterher. Oh yeah. Vier Skelettkrieger. Ah, fuck. Plus verderbt es nimmt zu. Da hat's es reingerafft. Aber gut gehalten, bravo. Ja gut, wir wollten eben ein bisschen. Ich bin mit dem Gedanken schon. Also wir haben es ein bisschen ausgereizt eigentlich. Wir hätten schon sicher heimgehen können, aber ich wollte noch ein bisschen was erforschen, ein bisschen was kennenlernen. Jetzt habe ich zum Beispiel gelernt, dass die Skelettkrieger nicht zu unterschätzen sind. Die sind ein bisschen. Ja. Weißt du, was jetzt bitter ist, Dom? Ich zweiten Fußmarsch. Vergessen mir noch ein Bett. Nein. Oh, ja, mal, okay, mal das gestorben. Ist mies. Aber kannst du mir ein Schwert fertig machen? Ja. Ich denke, ich muss mit. Lässt du das in der Schmiede, hole ich das dann gleich einfach ab. Ich lasse dir dann Eisen dann da. Okay. RIP! RIP! Alles weg. So, ich mache uns gleich drei Schwerter. Weil ich tue jetzt auf was essen. Und dann bin ich wieder da. Okay. Ach dann, ja. Dann erstmal ein bisschen Eisen farmen. Oh mein Gott. Aber jetzt hatte ich endlich Eisen, Alter. War schön. War schön. Ich hatte endlich Eisen. Ich kann dir gleich einen Ort zeigen, wo du viel Eisen kriegst. Ja, kannst du nicht mal machen. Aber trotzdem. Da kannst du auch alleine. Also Eisen, das ist. Ich hab das bekommen, was ich jetzt die ganze Zeit brauche. Wohnsekret, Eisen und Ding. Aber Dom,
Weißt du, was mir gerade wieder einfällt? Wir haben jetzt mal wieder fast über 300 Eisen verloren. Oh mein Gott, Alter. Ja, scheiß drauf. Ja. Na, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir im Loch sterben, so weißt du. Jeez, du müsstest mir alles andere machen. Okay. Also. Kopf. Brust. Schuhe. Ja, Kopf, okay. Brust, Schuhe. Und ich kann dir Schärpe und Handschuhe dann nochmal machen. Aber zuerst muss ich jetzt. Zahlt sich das noch aus mit dem Essen? Was heißt mit dem Essen? Also ich tue jetzt kurz Pizza essen nochmal. Ja. Meine Eltern haben bestellt. Ja. Ich tue dann schnell essen, so 10, 15 Minuten bin ich wieder da. Was meinst du, zahlt sich aus? Hältst du das so lange aus? Das meine ich damit. Was soll ich aushalten? Ohne Rüstung. Ja klar. Das ist ja kein Problem. Oh mein Gott. Ich bin glaube ich die ersten ich zwei Stunden ohne Rüstung rumgelaufen. Nein, warum? weil ich bin jetzt gestartet ganz weit rechts. Warum habe ich nur 50% Leben? Okay, ich beeile mich, ich bin sofort wieder da. Jo. Was war das? Das letzte Gebiet an den Ein Stein für jeder ist noch etwas hoch für euch. Alles andere ist kein Problem. Das große Loch mitten in der Wüste kannte ich auch nicht. Ist aber wahrscheinlich auch was für Höhere. Ja, höchstwahrscheinlich. Da müsste man... Ich glaube ja, dass der Eingang hier drinnen ist und dass sich das dann irgendwie so hier durch... Dings. Ja, ich glaube, dass da unten halt mehrere stärkere Monster sind. Und ich glaube, dass man hier Verderbnis bekommt. Und ja, da, wo wir das schaffen waren? Wir nicht. Nein. Damit? Also da, wo das Monster drin ist. Achso, ja, es gibt, aber da, wo wir gerade waren, den Berg hinauf, wo wir dann rauflaufen wollten, da wollte ich flüchten, weil das nach unten geht. Da gab es auch Verderbnis, oder? Ja, das ist hier drin gibt es auch Verderbnis, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Oh ja, weil da bin ich ja hier. Stimmt, da bin ich ja letztes Mal hier, wollte ich hier durch. Da gab's Verderbnis. Ja, ist egal. Ich frage mich, ob es so einen Schutz gegen Verderbnis gibt. Ob es dann irgendwie so ein... Wahrscheinlich gibt es einen Buff oder so. Das soll eine kurze Zeit lang. Ich sehe nichts, ich renne da ganze Zeit durch. Im Dunkeln, hä? Ja, ich sehe auch nichts. Hallo, Tommy. Oh, die schießen tatsächlich auf uns. Echt? Ja. Boah, schade, geh weg. Ach so, das ist die da oben, ich weiß schon. Ja, ja. Die schießt auf dein Haus. Ah ja, einer. Das ist übel. Ja, aber das wäre richtig cool im PvP. Wenn du so eine Festung voll mit Bogenschützen machst. Ja, ey. Ich mache mir jetzt zuerst einmal ein Bett, Alter. Ich brauche Pflanzenfaser, ich brauche eine Fackel und ich brauche eigentlich alles. Ja, ich brauche auch alles. Von daher. Ich glaube, ich mach dann auch gleich aus. Jo, mach das. Ich hab zu stark Schädelweh. Kein Problem. Warum ist hier drin Stein? Matt? Wer bist du denn? What? Schwups. Ziegel brauchen wir hier nicht. Ziegel kommen hier hinein. Schwerter sind auch fertig. So. Dann zeige ich dir das halt ein anderes Mal. Aber das Schwert gebe ich dir noch.
Danke. Das ist super nett von dir, ey. Ja, ich weiß. Du, oh, sehr gut. Trinkbeutel habe ich auch hier. Ich habe eh alles hier. Ich nicht, Alter. Ich hab so, Essen habe ich hier auch. Perfekt. Ich hatte so einen Reserve-Trinkbeutel. So. Sieht jetzt ein bisschen bescheuert aus, aber egal. Ah ja, Pflanzenfasern, ganz wichtig. Für ein neues Bett. Obwohl, ich hab ja Level Up. Das Bett kann ich bauen. Ich habe Level Up gehabt. Damit das Bett kann ich dir bauen. Ah ja, stimmt, dann stimmt, brauchst du es nicht lernen. Stimmt, genau. Das war Blödsinn. Gut. Was mache ich dann als nächstes? Mittelschwerer Oberschenkelschutz. Mittelschwere Handschuhe. Holzbank. Ein Holzstuhl. Ein Teppichmacher. Ein Tisch. Das wäre eventuell auch mal nicht schlecht. Aua. Aua, Michi!